Ja, wunderschönen guten Abend, werte Zuschauer. Ich weiß, dass mittlerweile einige neue Abonnenten nicht wegen meiner Forschungsarbeiten hier sind, sondern wegen der aktuellen Corona-Pandemie. Und deshalb möchte ich kurz an euch sagen, Leute, das ist eine meiner anderen Leidenschaften, deshalb auch Journalist und Forscher. Ich hatte nicht vor, meinen YouTube-Kanal jetzt zu splitten. Deswegen möchte ich sowohl die aktuellen Tagesgeschehen und die anderen journalistischen Aktivitäten arbeiten, ja, parallel mit meinen Mondforschungen weiterlaufen lassen. Also nicht wundern, aber wenn ihr ein bisschen Zeit habt, euch zu entspannen, schöne Musik und ein paar schöne Bilder schauen, beziehungsweise in eine andere Welt einzutauchen, die vielleicht ein bisschen entspannter ist als aktuell die unsere, dann ja, dann seid ihr herzlich eingeladen, an dieser kleinen Reise heute teilzunehmen in eine andere Welt. Ich kann euch jetzt schon sagen, es wird einige verblüffen. Andere kennen die Eigenarten des Mondes schon und ja, lehnt euch zurück. Das hier ist übrigens ein Raw-Image, was ihr gerade seht, von der NASA, Apollo 13-Mission. Und das ist die unbearbeitete RAW-Version. Ich muss dazu sagen, ich arbeite nur mit RAW-Images. Diese Bilder sind bis zu 1,3 Gigabyte groß. Das heißt, der Detailwert dieser Bilder ist immens, weil dort sehr, sehr viele Bildinformationen gespeichert sind. Und das ermöglicht mir mit einer also weltweit bis dato einzigartigen Technik, die Details euch näher zu bringen. Die Technik ist jetzt nichts Besonderes. Ich nutze eine 4K-Kamera. Gehe vor meinen 60 Zoll Monitor, Fernseher und filme das Bild ab in 4K-Modus. Und das ermöglicht mir, die Details zu erhalten. Das heißt, wenn wir mit einem optischen Zoom arbeiten, gehen keine Details kaputt. Ab und zu nutze ich auch noch die Lupe. Und würden wir jetzt mit einem, ja, na, mit einem digitalen Zoom, quasi mit einer Grafiksoftware reinzoomen, würden wir die Details zerstören, weil dieses Programm das Bild dann interpoliert und hochskaliert, also vorausberechnet. Das ist aber dann nicht der optische Effekt mehr. Ja, deshalb habe ich gesagt, ich schnapp mir eine Kamera, stell mich davor und versuche euch so viel Detailwert wie möglich ins Wohnzimmer zu zaubern. Ich wünsche euch eine schöne Reise, wenn euch es gefallen hat oder nicht, schreibt einen Kommentar. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Morgen geht es dann wieder weiter mit Corona. Ich muss mich da auch ein bisschen selbst ablenken gerade, weil das ist alles ziemlich, ja, nervenaufreibend. Ja, und der Mond entspannt mich und der Mond birgt sehr viele Geheimnisse. Ich wünsche euch einen geilen Trip, Leute. Genießt es. Bye, bye.
Thank you.
Thank you.
Thank you.